Schön, dass du dabei bist und willkommen zum letzten Video in diesem Jahr 2014. Ein Jahresrückblick, auf dem ich oben auf einem Berg in unserer Welt stehe und einfach rede, wie es Gronkh damals schon getan hat und jetzt leider nicht mehr tut, weil er mit Minecraft aufgehört hat. Ich fand das aber so schön immer und deshalb dachte ich, machst du das auch einfach mal so ohne Facecam und redest einfach mal ein bisschen über das Jahr 2014, was dir so passiert ist, was man so gemacht hat, ne? Und meine Eindrücke von diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, damit ich bloß nichts vergesse. Ja, aber wahrscheinlich fehlt auch die Hälfte auf der Liste. Zum Beispiel steht ganz oben die Gamescom. Was ist dieses Jahr passiert? Da denke ich immer zuallererst an die Gamescom, weil die quasi das schlagende Ereignis war, wo sich die ganze YouTube-Gemeinschaft zusammen trifft und alles gemeinsam, ja, dieses Wochenende oder diese Tage teilt und gemeinsam erlebt. Und man hat unglaublich viele Leute auf dieser Gamescom getroffen. Man hat Leute getroffen, die man schon lange mal sehen wollte, mit denen man sich verabredet hat. Man hat Zuschauer getroffen. Das war ja meine dritte Gamescom. Also ich war die beiden Jahre davor schon da. Aber die erste, ja, richtige als YouTuber, sage ich jetzt mal so, weil ich hatte zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal einen Presseausweis. Ich hatte mich gezeigt davor, dazu komme ich gleich noch, und ich habe Leute getroffen und konnte dann diese Leute, ihr quasi, die immer hinter den Monitoren, also vor den Monitoren, dazu, na, ihr wisst schon, sitzt, die konnte ich dann live sehen und es war unglaublich schön auch zu sehen, dass diese Leute nicht nur virtuell existieren, sondern wirklich zu einem kommen und sich freuen, dass man sich trifft und Fotos wollen und so. Und es gab eine schöne Geschichte, die erzähle ich jetzt mal. Also, hi, wenn du das siehst. War ein Mädchen mit ihrem Vater und selbst der Vater hat gesagt, so Mensch, ich habe schon viel von ihm gehört, meine Tochter erzählt das immer. Und das fand ich einfach schön, dass YouTube so, ja, auch die ganze Familie wirklich involviert und auch bewegt und immer mehr, ja, Einfluss auf die Gesellschaft auch bekommt, sage ich jetzt mal. Und es war schön, auf der Gamescom, ja, Leute zu treffen, die einen das ganze Jahr unterstützen. Deshalb möchte ich auch einmal an euch Danke sagen und ja, weiß gar nicht, was ich da alles noch drüber sagen soll. Es ist sehr viel passiert. Viele Projekte sind auch gestartet. Ich habe mir mal die alten Playlists auch angeguckt. Da war ja Craft Attack, ist ja dieses Jahr auch losgegangen. Jetzt läuft schon die zweite Staffel, aber in der ersten war ich ja auch dabei. Und ja, dann kam noch Varo und alles, da war ich ja nicht mit, aber es waren trotzdem Projekte, die irgendwie so eine Gemeinschaft auch geformt haben, weil es jetzt richtig darum geht, dass viele Minecraftler zusammen in einem Projekt sind und nicht jeder was für sich macht. Das hatten wir ja letztes Jahr schon mit dem Mega-Projekt ein bisschen, aber jetzt haben wir es richtig und es waren auf jeden Fall viele coole Projekte, auch die, die weitergeführt wurden aus den anderen Jahren, haben mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe mich gefreut und freue mich, dass immer noch dieser Kanal so viel Anklang findet und ich auch so viel Anklang finde, was mich sehr freut. Ich habe mich ja zum Beispiel gezeigt dieses Jahr und die Reaktionen waren auch positiv darauf und es hat mich auch gefreut, weil man jetzt auch die Möglichkeit hat, die Leute wirklich kennenzulernen, wie auf der Gamescom schon gesagt, dass man nicht nur, ja, anonym ist quasi, sondern die Leute wissen, wer da hinter dem Monitor sitzt und mit denen redet. Und jetzt stellt ihr euch ja auch mich quasi vor, obwohl ihr gar nicht seht, wie ich gerade hier rede. Das ist auf jeden Fall etwas Cooles. Und nur mal so nebenbei, habe ich letztens nachgeguckt, habe ich ja jetzt fast 15.000 Abonnenten. Am Anfang des Jahres waren es noch 2.000. Also ich habe meine Reichweite mehr als versiebenfacht. Das ist, also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, dann wäre ich jetzt der übelste King als Manager, aber, ne, wir machen nur alle Videos im Internet. Aber solange das die Leute freut, freut mich das auch. Und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Jahr weiter fortführen können. Und ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Ich weiß es noch nicht. Es sind viele coole Ideen auch von mir geplant. Aber das sagen ja eh immer alle, dass sie irgendwelche coolen Ideen haben. Deshalb lasst euch einfach überraschen, was da so kommt. Ich freue mich auf die nächste Gamescom vor allen Dingen. Weil da ja noch eine Stange mehr Leute sein werden, die mich dann auch kennen und die mich, ja, treffen werden, hoffe ich doch mal, bis dahin. Und man, ja, auch die ganzen Leute, mit denen man so auf YouTube zu tun hat, endlich da an dem
Tag auch mal wieder trifft. Das sind Leute, mit denen ich so, also die ich sonst früher selber geguckt habe und ja, mit denen ich jetzt einfach bei WhatsApp schreibe oder bei Skype oder so. Und das sind einfach Sachen, die man sonst nicht erleben dürfte, wenn man das nicht macht. Und da freue ich mich sehr drüber. Das sind Leute wie, weiß ich nicht, Manuel von BTTV oder Klim oder alle anderen, die ich jetzt vergesse, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Auch wenn das jetzt ein bisschen homoerotisch klingt, lernt man doch wirklich Freunde über YouTube auch kennen, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist schön, dass man auch außerhalb dieser Internetwelt Sachen miteinander erlebt und miteinander unternimmt und man ja doch irgendwie einen Sinn darin hat, dass man dieses Ganze hier macht und nicht nur einer ist, der den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt und mit seinem PC redet. Ich gucke gerade noch ein bisschen auf meine Liste, weil ich eh wieder die Hälfte vergessen werde. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin seit diesem Jahr auch erst in einem Netzwerk drin. Ich glaube, das war Januar, ja. Und zwar bin ich ja bei Gaming Clerks und da hat man auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das man sonst nicht überall hat. Aber in dem Fall doch schon stark. Und das finde ich auch sehr schön. Und wenn die Leute das von Gaming Clerks sehen, danke auch an euch. Wir haben auch sehr viel dieses Jahr gemacht. Wir hatten das Netzwerktreffen zum Beispiel. Da waren wir grillen, da sind wir Kart gefahren. Da haben wir auch Sachen unternommen. Wir hatten sogar ein kleines Fantreffen dann am Rhein. Das war auch sehr schön und es hat sich viel geändert in einem Jahr. Es passiert immer sehr viel. Auch für mich. Ich habe ja dieses Jahr zum Beispiel Abi gemacht. Ich habe angefangen zu studieren. Ich werde bald in eine eigene Wohnung ziehen. Ich hoffe, bald. Und ja, das Ganze entwickelt sich weiter und man weiß nicht, wohin es geht, aber ich freue mich drauf und man lernt auch in einem Jahr sehr viel, auch wenn man das vielleicht nicht denken mag. Ich habe in diesem Jahr doch relativ viel gelernt und auch für mich selber entschieden. Und ja, ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das machen möchte, was mich glücklich macht, auch wenn das jetzt ein bisschen dumm klingt und man einfach mal ja, Sachen einen nicht so mitnehmen sollten und man auf manche Sachen nicht so viel Wert legen sollte, die nicht so viel Wert verdienen. Und dann gehört es auch mal dazu, sich von Freunden zu trennen, nicht im bösen Sinne, aber dass man ja nicht mehr so viel mit denen zu tun hat, weil man nicht mehr mit deren Weltanschauung ja, einverstanden klingt blöd, aber dass sich die Weltanschauungen gegenseitig nicht überschneiden und dass man da Differenzen hat und man ja andere Lebensweisen auch hat und deshalb getrennte Wege geht. Das habe ich danach auch gemerkt und getan, auch nach dem Abi. Viele von euch sind ja noch in der Schule, die werden das vielleicht auch später noch merken. Ja, dass man endlich, also ich finde, es war so ein bisschen ein befreites Gefühl, aus der Schule rausgehen zu können, weil man jetzt die Freiheit hat, machen zu können, was man möchte und dass man, ich jetzt zum Beispiel auch studieren kann, was ich möchte und dass mir das auch viel mehr Spaß macht, als in die Schule zu gehen. Also für die, die sich in der Schule immer langweilen und die richtig kacke finden, finde ich persönlich das Studium deutlich besser. Und das ist auch ein großer Umbruch, der im Moment stattfindet, auch bei mir. Und da freue ich mich auch drüber und bin im Moment sehr ausgeglichen und sehr ruhig, auch wenn viele sagen auf YouTube, ach, ich habe so viel Stress damit und das ist so viel Arbeit und das ist bei mir auch nicht anders. Ich habe unglaublich viel Zeit in diesem Jahr da reingesteckt. Ich möchte das gar nicht wissen, aber ich weiß nicht, man schläft vielleicht ein Drittel des Jahres, ja, und ein Drittel des Jahres sitzt man in der Schule und in der Uni und gefühlt die Hälfte des Jahres beschäftigt man sich mit YouTube, weil das ja auch viel mehr ist als das, was ihr gerade seht. Die ganze Arbeit dazwischen, das Hochladen, das neue Projekte planen, Folgen planen. Bei uns ist das ja noch ein bisschen aufwendiger, als wenn man einfach nur Folgen aufnimmt. Also Let's Plays, weil ich mache ja noch so Unterhaltungsformate, die nicht so viele Leute machen auf YouTube. Also genau die Idee jetzt gar nicht, aber so Formate werden auch generell nicht so oft gemacht. Und ich trinke mal einen Schluck kurz. Ach, denn auch das kann man hier machen in dieser One-Take-Folge, die wahrscheinlich 1000 Minuten gehen wird. Ich weiß es nicht, wie lange ich reden werde. Mal gucken, ne?
so ist das. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Achso, Zeit, ja. Es ist sehr viel Zeit draufgegangen, klingt jetzt negativ, aber es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich mache es auch sehr gerne, weil es eine Arbeit ist, die auch unglaublich dankbar aufgenommen wird und enorm viel Feedback zurückkommt und sich die Menschen auch ja wirklich freuen, dass man das macht. Ich habe zum Beispiel, also ich habe eine Facebook-Seite, die ist auch immer in den Videobeschreibungen verlinkt. Und die benutze ich eigentlich nur noch, weil ich da nichts poste, irgendwie, um mit Leuten zu schreiben. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir da gerne schreiben und dann, ja, können wir schreiben. So ist das da. Und da erfährt man auch unglaublich viel über die Menschen, die einen gucken. Also was mir da alles schon erzählt wurde, das ist unglaublich von Leuten, die, also es fängt an mit, boah, mein Tag war so scheiße, danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast. Wegen dir konnte ich heute glücklich sein oder sowas. Und Leute, die mir auch krasse Sachen erzählt haben, dass sie Probleme in der Familie haben, dass sie Probleme mit Freunden in der Schule haben, dass sie Probleme mit Drogen haben und dass die Videos ihnen helfen, besser mit ihrem Tag klarzukommen und ihren Tag ein bisschen besser machen. Und das hat man nicht oft, dass man das von sich sagen kann, dass man anderen Menschen auch vielleicht auch indirekt damit hilft, dass man sie zum Lachen bringt und dass man sie ein wenig glücklicher macht, was ich unglaublich schön finde und auch unglaublich dankbar dafür bin, dass ich das machen kann. Auch wenn ich jetzt nicht die unglaublichen Massen erreiche, wie andere Leute das vielleicht hier auf YouTube tun. Ihr merkt schon, ich rede einfach irgendwie, was mir gerade so einfällt, aber dafür war dieses Video auch gedacht und es ist gar nicht so groß geskriptet. Ich gucke mal hier ein bisschen auf meine Liste. Ich habe gefragt, was euch bewegt hat dieses Jahr. Und ich habe ein bisschen gegoogelt. Dieses Jahr war ja unglaublich viel los. Es war ja in allen Jahresrückblicken, die ich mir natürlich gebührend angesehen habe. Also jetzt eigentlich nicht. Einer reicht da eigentlich auch schon. Die WM war natürlich da ein großes Thema. Weil wir jetzt endlich Weltmeister geworden sind und ja, das wurde auch mal Zeit, damit wir nicht alle 4 Jahre meckern können. War ja auch ein cooles Ereignis, weil man da auch dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hatte im ganzen Land, dass man ja wirklich eine Gruppe ist, die zu etwas, also zu einer Sache steht und da gemeinsam mitfiebert. Ist natürlich klar, dass das auch zelebriert wird und hat mich auch gefreut. Aber es gab auch viele negative Sachen, die eigentlich überwiegt haben dieses Jahr und ich finde, dahingehend war das ja auch sehr krass, dass unglaublich viel passiert ist. Die Ebola-Krankheit ist in Afrika ausgebrochen und die Ukraine-Krise hat sich zugespitzt und der IS ist auf dem Vormarsch. Also irgendwo ist überall Stress in der Welt und überall wird sich gebasht und wir stehen gefühlt schon vor dem Dritten Weltkrieg. Und da bin ich auch ja ein wenig froh, dass wir in einer zivilisierten Welt leben, hier im sicheren Deutschland, sicheren Europa, dass wir im Moment keinen Krieg haben und dass es uns im Gegensatz zu anderen Menschen auf der Welt wirklich gut geht. Und dafür sollte man auch öfter dankbar sein und Dankbarkeit zeigen, dass man hier jeden Abend was Warmes auf dem Tisch hat oder jeden Tag was Warmes auf dem Tisch hat und ja, keine Angst haben muss, dass hier Kriege ausbrechen und Raketen und Bomben über einen fliegen. Dass man zur Schule gehen kann, auch wenn viele das als Last ansehen, ist es doch ein Privileg eigentlich, was nicht viele Menschen in der Welt machen dürfen, weil Bildung quasi das oberste Gut ist, um aus dieser ganzen Negativschiene zu entrinnen. Ne? Also bildet euch Menschen. es ist traurig, dass so viel Negatives passiert auf der Welt, aber dass wir hier gesichert sind und dass wir ein normales Leben leben können, ist nicht selbstverständlich und dafür sollte man öfter Dankbarkeit zeigen. Jetzt habe ich die Stimmung gedrückt, jetzt ist sie komplett im Arsch. Dann kommen wir zum nächsten großen Thema, was Ende dieses Jahres passiert ist, also ist gar nicht so lange her. Dieses Hashtag Freiheit-Gedöns mit Unge, ihr habt es mitbekommen, Unge spielt und ungefähr zu und Unge auf. Ist jetzt vielleicht blöd für manche, dass ich dafür jetzt auch darüber auch in diesem Video rede, aber das gehört zum Jahr dazu, weil auch das ein sehr einprägendes Ereignis war, genau wie die Longboard-Tour, die war ja auch, also es sind viele Projekte dieses Jahr passiert auf YouTube, viele coole Projekte und dieses Freiheitsding, das hat alles gebasht und
war in den Twitter-Trends auf Platz 1 weltweit und oh mein Gott, ja, es kommt nicht häufig vor, eigentlich bis jetzt noch gar nicht. Und ich finde es gut, es hat gezeigt, dass YouTube eine Gemeinschaft ist, in der alle, ja, wie eine Familie quasi zueinander stehen, wenn irgendeiner Probleme hat. So sollte das zumindest eigentlich sein. Und es hat aber auch negative Aspekte gezeigt, die ich sage, nachdem ich was getrunken habe. So, ja, Wasser. So. Ja, negative Aspekte gezeigt, die gezeigt haben, dass Leute mit dieser Kritik, die geäußert wurde in dem Video, nicht umgehen können. Also jetzt nicht die Betroffenen, sondern die dieses Video gesehen haben, haben, also manche davon haben unglaublich gehatet und ja, alles gedisliked und Leute beleidigt und bedroht. Auch wenn das überhaupt nicht ernst gemeint ist, das weiß man ja. Diese Leute sind wahrscheinlich noch etwas jünger und sitzen vorm PC und denken sich, ah, dem schreibe ich mal was Böses, bedrohe ich mal seine Mutter. Und ich finde, das geht auch gar nicht. Und dass es so krass wird, hätte ich auch nicht gedacht, dass man ja irgendwie damit rechnen kann. Kann man auch nicht sagen. Also damit kann ja keiner rechnen, dass irgendwelche Leute hingehen und Menschen bedrohen und denen den Tod wünschen und sowas. Also ein bisschen sollte man das auch immer relativieren und darunter kommen. Aber alles in allem fand ich, war es auf jeden Fall ein positiver Schritt, der aber von manchen Leuten falsch verstanden wurde. Denn eigentlich ist es sinnvoll, gegen diese Kommerzialisierung von auf YouTube anzukämpfen. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und unterstütze das auch immer sehr, weil ich davor selbst immer Angst habe. Denn je mehr man wächst, desto mehr spielt das Geld auch eine Rolle. Bei mir jetzt noch nicht wirklich, aber es wird so kommen, das weiß ich, wenn man wächst. Und deshalb werde ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder da an dieser Entscheidung stehen, dass man sich überlegt, mache ich jetzt das, was ich früher und wahrscheinlich immer noch als richtig empfinde, oder scheiße ich da drauf und verdiene mehr Geld. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, und da hat Simon gezeigt, dass ja, Geld nicht alles ist im Leben, sondern die Werte und die Moral, die man vertritt, und dass man ja diese Dinge über das Geld stellt, und das finde ich sehr wichtig. Und zum Beispiel sind auch T-Shirts von mir rausgekommen dieses Jahr. Natürlich verdiene ich da ein bisschen Geld, aber es ist jetzt nicht unbedingt viel, und es geht mir nicht darum, damit Geld zu verdienen, sonst könnte ich ja auch ganz andere Sachen machen, sondern es geht mir darum, euch eine Freude auch zu machen und euch vielleicht dadurch ein bisschen auch was zurückzugeben. Und es sind ja nicht unbedingt Werbet-Shirts, was ich auch schon gesagt habe, sondern ja, Dinge, die etwas, ein Lebensgefühl quasi ausdrücken. Und das ist YouTube ja auch. Also es ist quasi eine Einstellung. Was weiß ich nicht, es gibt auch Menschen, die die ganze Zeit nur Party machen und feiern gehen. Das ist wahrscheinlich der andere extreme Kontrast, und dann die, die den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und zocken und YouTube-Videos gucken. Und ich finde, es ist wichtig, einen Ausgleich davon zu gewinnen. Also, dass man kann ruhig beides machen, aber man sollte auch beides in Maßen genießen. Also, wenn ihr wirklich den ganzen Tag vorm PC sitzt, huch, jetzt habe ich das. So, wenn ihr wirklich den ganzen Tag vorm PC sitzt und euch den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos anguckt, dann bringt das auch nichts, dann bringt euch das auch nicht wirklich weiter im Leben, und dann verpasst ihr auch ein bisschen das Leben. Also nehmt euch vielleicht für 2015 vor, ein bisschen weniger YouTube zu gucken und ein bisschen weniger am PC zu hängen, das habe ich auch vorgenommen, und ein bisschen mehr zu unternehmen mit euren Freunden, mit eurer Familie, und irgendwelche Aktivitäten zu unternehmen, Sachen, die ihr schon immer machen wolltet. Denn es wird der Tag kommen, an dem ihr euch wünscht, dass ihr das mehr gemacht habt, hättet, aber dann habt ihr nicht mehr die Möglichkeit dazu. Und das ist traurig, und deshalb macht es lieber jetzt, bevor es irgendwann zu spät ist. Ich wollte noch, genau, es gibt auch Leute, die sich Sachen vornehmen fürs nächste Jahr. Eine Liste machen von Dingen, die sie sich vornehmen. Das mache ich nie. Ich hab an sich nicht so den Plan, was ich genau an Punkten machen will. Also, wenn ihr mich fragt, was nächste Woche ist, weiß ich das auch nicht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt so ja, so ein planloses Leben lebe, sondern ich lasse das Leben auf mich zukommen, das Jahr auf mich zukommen.
und ich gucke, was weiter passiert. Und wenn es passiert, dann kann man das nicht ändern und dann ist es entweder gut oder schlecht. Und dieses Jahr war für mich ein gutes Jahr. Ich kann sagen, dass ich sehr viele schöne Momente hatte und eigentlich sehr wenig bis gar keine negativen. Und das freut mich auf jeden Fall. Ich mache dieses Video auch ein bisschen, vielleicht damit ich in einem Jahr mir das nochmal angucken kann und mir ja anhören kann, was ich vor einem Jahr gedacht habe. Und vielleicht werde ich dann noch ein Video wie dieses aufnehmen. Und dann werde ich wieder über mein Jahr 2015 irgendwann reden. Und dann könnt ihr euch beide geben und dann vergleichen. Wenn es das alles noch gibt, man weiß es nicht. Im Internet passiert so viel, so schnell. Da kann alles jederzeit passieren und alles ist kann in einer Minute vorbei sein oder in einer Minute anfangen. Das ist unglaublich schnelllebig und deshalb sollte man das auf jeden Fall nutzen. Ich überlege gerade noch, was ich auf YouTube dieses Jahr alles erlebt habe. Ich bin ein bisschen meine Videos auch durchgegangen. Da waren ja unglaublich viele Momente einfach dabei, die mich im Nachhinein auch noch zum Lachen bringen. Also manchmal lache ich über meine eigenen Videos und ich fand das Best-of dieses Jahr fand ich auch cool. Das kam, glaube ich, irgendwie vor 2-3 Monaten, wo man dann nochmal sieht, gebündelt, was man alles erlebt hat, weil man vieles auch wieder vergisst, weil es von anderen Sachen überschattet wird. Zum Beispiel der Webvideopreis, der war jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich in meinem Sinne, auch wenn ich unter den Top, weiß ich nicht, 80 war, was für meine Größe damals unglaublich cool war. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe aus Spaß dran teilgenommen und nicht, weil ich unbedingt gewinnen will, weil ich wusste, dass ich nicht gewinnen kann. Aber es zeigt auch ein bisschen, dass man nicht ganz untergeht in der Masse. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich wurde zum Beispiel auch zu Interviews gefragt, also ob ich Interviews geben kann. Hab dann auch eins gegeben, das war vor einem halben Jahr, glaube ich. Das könnt ihr euch auch mal angucken, einfach nach meinem Namen und Interview suchen. Also prinzipiell bin ich da immer offen, wenn ihr, weiß ich nicht, irgendwas, ein Konzept habt, wo ihr Interviews macht, dann könnt ihr mich ruhig fragen, weil ich da außerhalb von YouTube auch mal über Dinge reden kann, was man vielleicht sonst nicht unbedingt macht, aber ich bin eigentlich auch einer, der relativ gerne über Sachen redet, die nichts mit dieser Szene und mit YouTube zu tun haben, weil ich finde, dass man diesen Gedankenaustausch unbedingt auch haben muss, den man braucht, damit man ja Argumentation besser verstehen kann und Sichten einfach auch anders sieht, als man das vielleicht selber hat. Also ihr habt jetzt vielleicht eine Sicht auf Dinge und wenn ich euch meine Sicht sage, dann könnt ihr euch aus beiden Informationen zusammen eure eigene neue Sicht bilden. Und das finde ich auch gut und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, der Auftrag, den wir als YouTuber haben, den, egal wie groß, dass wir unser Gedankengut teilen, wenn es denn vernünftig ist. Das kann man ja im Internet schlecht kontrollieren. Und nicht anderen unsere Meinung aufzwingen, sondern ja dazu beitragen, dass sich andere Menschen eine eigene Meinung bilden, weil das ist sehr wichtig. Und ich laber jetzt hier von Dingen, die wahrscheinlich die meisten Menschen gar nicht interessieren und sich das nur noch 5 Leute gerade angucken. Also wenn ihr euch das ein bisschen anguckt, dann ist das vielleicht dumm, wenn ich das jetzt sage, aber ihr hättet dabei, weiß ich nicht, was zocken können, weil das ja eh nur Hintergrundgelaber ist. Und das habe ich früher auch immer so gemacht, dass ich mir einfach was im Hintergrund angemacht habe zum Zocken und dann während des Spielens einfach gehört habe, was der Erzähler ja im Hintergrund erzählt. Denn eigentlich bin ich nichts anderes als die Stimme, die euch im Moment irgendwelche Geschichten aus seinem Leben erzählt. Ich habe Projekte geplant, die ich so noch nicht sagen möchte unbedingt, aber ich weiß auch nicht, ob ich die verwirklichen kann. Deshalb werde ich es auch noch nicht tun. Aber mir ist aufgefallen, dass YouTube immer mehr den Platz des Fernsehens einnimmt und dass diese, also YouTube ist ja hauptsächlich Unterhaltung, dass die Unterhaltung vom Fernsehen ins Internet wechselt. Und das begrüße ich auch sehr.
Und ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommen wird im Fernsehen, denn irgendwas müssen die sich auch einfallen lassen, damit Leute wie ihr das hier ausmacht und den Fernseher einschaltet. Und ich bin gespannt, wahrscheinlich werden sie irgendwelche YouTuber einfach einladen, damit man ja, das sich auch anguckt, aber irgendwie, man weiß es nicht, was noch kommen wird in der Unterhaltungsbranche. Die Printmedien versuchen da jetzt auch immer aufzuspringen und berichten jetzt auch immer ständig über YouTuber. An sich stehen sie immer weiter im Mittelpunkt. Zander war zum Beispiel vor ein paar Tagen auf der Bild-Zeitung. Das ist, müsst ihr euch mal vorstellen. Der war, also ich kenne einen Typen, der war einfach in der Bild-Zeitung. Wegen dem, was er macht. Und das ist auch ziemlich cool, dass man über YouTube unglaublich viele Leute kennenlernen, das habe ich ja schon gesagt. Ich habe zum Beispiel letztens mit einem Entwickler von Blizzard reden können auf einer Party, der einfach da arbeitet und für E-Sport zuständig ist, und sowas würde sonst nicht gehen, wenn ich das nicht mache, weil ich die Leute nicht kennen würde, und das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Ich durfte zum Beispiel auf der Gamescom die Oculus austesten, was ich unbedingt mal machen wollte. Das war auch sehr cool und ja, ich bin gespannt, wohin sich alles entwickelt und was nächstes Jahr passieren wird, was man nicht absehen kann. Ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird, und ich weiß auch nicht, was in einem Monat sein wird. Bis dahin kann schon so vieles anders sein, und ich glaube, es werden viele Dinge passieren, die bleibende Eindrücke hinterlassen werden im nächsten Jahr. Und ich glaube, so langsam sind wir am Ende angekommen an diesem Video mit den Eindrücken des Jahres, wo unglaublich viel passiert ist, wo Flugzeuge verschwunden sind, die wahrscheinlich nie gefunden werden. Ja, ich kann ja auch nochmal Product Placement für Wasser machen. So, wo Menschen verschollen sind, die Familien sitzen zu Hause und warten und wissen nicht, was mit ihm passiert ist, diese Ungewissheit. Also es sind sehr viele schlimme Dinge auch passiert, und da freut man sich, wenn man ein bisschen was zu lachen hat, wenn man sich mit YouTube ein wenig unterhalten kann, und wenn man auch Leute selbst zum Lachen bringen kann. Und deshalb bedanke ich mich bei euch für dieses Jahr, dafür, dass ihr mir so viel auch zurückgegeben habt an Feedback. Ich freue mich über jeden, der Kommentare schreibt, der Videos liked, der auf Twitter Sachen schreibt, der mich auf Bildern verlinkt, auf Instagram und sowas. Das sind alles Dinge, die mich ein bisschen auch stolz machen für das, was ich hier bis jetzt erreicht habe, auch wenn das jetzt für manche nicht viel erscheinen mag. Für mich ist es doch relativ viel, weil ich einer bin, wie ihr, der irgendwann mal vor diesem Kasten saß und dachte, ja, warum machst du das eigentlich nicht auch? Weil der Gedanke, andere Menschen zu unterhalten, ist doch recht schön, und ins Fernsehen kann man immer schlecht gehen. Da ist YouTube eigentlich relativ gut. Und wenn sich so viele Leute das angucken, kann das ja auch gar nicht so scheiße sein, ne? Deshalb gibt einem das schon ein bisschen zu denken, und es gibt einem vor allen Dingen auch Selbstbewusstsein, was man auch dieses Jahr viel erlebt hat, kann man jetzt auch nicht sagen, aber was doch gestiegen ist bei mir. Nicht, dass man arrogant wird, aber man hat eine gewisse Zuversicht, dass man nicht ganz kacke sein kann, das, um das mal salopp auszudrücken. Und es ist auch doch recht schön, und deshalb bedanke ich mich bei euch. Hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Das war ein bisschen länger, jetzt muss ich das wieder 1000 Jahre uploaden, weil mein Internet unglaublich scheiße ist. Ich sollte aber nächstes Jahr irgendwann in der neuen Wohnung neues Internet bekommen, ne? Also ich kaufe mir ein neues Internet, und die neue Leitung sollte deutlich schneller sein, so dass ich Videos auch mal vernünftig hochladen kann, weil manche Tage waren die, wo einfach kein Video kam, weil ich es nicht, also ich hätte es aufnehmen können, aber ich hätte es nicht hochladen können. Und das hat mich relativ deprimiert, und das wird hoffentlich dann nicht mehr kommen. Da werdet ihr aber nochmal genaueres erfahren, bis es dann soweit ist. Und dann werde ich hoffentlich auch streamen können, worauf ich mich auch unglaublich freue, dass ich live nicht nur dabei sein kann,
wie sonst immer, sondern dass ich das auch live selber machen kann. Und da bin ich gespannt und ihr werdet auch noch genug erfahren in die Richtung. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn ihr denn möchtet. Ne? Also, es ist euch freigestellt. Also, Sachen wie Social Media sind natürlich auch verlinkt in den Videobeschreibungen auch jedes Mal, damit ihr da immer auf dem neuesten Stand seid. So. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restjahr 2014. Es werden wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden sein, wenn dieses Video rauskommt. Ich wünsche euch viel Erfolg im Jahr 2015 und Gesundheit, was auch unglaublich wichtig ist und was ich dieses Jahr wieder gelernt habe, dass Gesundheit doch das ist, was man sich nicht mit Geld unbedingt kaufen kann und dass jeder Mensch nur eine begrenzte Anzahl an Zeit auf diesem Planeten hat und man diese auch nutzen sollte und dass man dankbar dafür sein sollte, was man hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich, haut rein, bis zum nächsten Jahr, ciao.